So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Oldie, einem neuen Format. Ich habe mir gedacht, ich kram einfach so Spiele aus meinem Spieleregal, die ich schon länger nicht mehr gespielt habe oder die ziemlich alt sind und ich vielleicht trotzdem noch gern spiele, die ihr dann auch sehen könnt. Spielen werdet ihr vielleicht nicht mehr können, weil ihr es nicht kriegt. Oder ihr habt es selber und denkt euch, ha, das könnte ich auch wieder mal spielen. Diesmal ist es Midtown Madness, was ich früher urgern gespielt habe. Eigentlich ein Rennspiel, aber ich bin da immer nur wahllos herumgefahren im Tour-Modus. Ja, lassen wir einfach so eingestellt. Fahrzeugen immer gleich das Londoner Taxi, weil es ja halt dazu passt. Flopper, yay! Ist leider gesperrt, weil wir nicht so viel gefahren sind. Getriebe natürlich automatisch. Und wir beginnen das Rennen und schauen mal, was uns so erwartet. Grafik ist natürlich nicht die beste, aber das gehört zu so einem alten Spiel natürlich dazu und ist vollkommen verständlich. Eigentlich auch, finde ich. Willkommen in London! Fahren wir in die Nimm U-Bahn dir gleich. Zeit, fahre herum und lerne die Stadt kennen. Das wird sich bei den Rennen auszahlen. U-Bahn. Ah. Ah. Wenn jetzt eine Bahn entgegenkomme, ich zuck aus. Ich sag's dir. So, ich fahr jetzt da gleich wieder raus, weil zur Sicherheit. Ach ja, in die U-Bahn. Für die Leute ausweichen, wie das Geschrei erst 10 Minuten nachher kommt. Und die Polizei folgt mir schon. Yay! Nein! Danke fürs Raushelfen. Kommt jetzt endlich. Also bitte. Ah, okay, er kommt schon. Das Realistische ist halt, da gibt es auch noch Schaden. Mir. Na los, folgen mir. Ist er jetzt ernsthaft da hinten stecken geblieben? Schauen wir mal nach. Muss ich jetzt schauen, was mit dem passiert ist. Er ist da reingefahren. Wir sind so dumm. Die waren auch immer schon so dumm. Polizisten. Warum die Polizisten immer so dumm dargestellt werden? Egal in welchem Spiel. Na gut, das ist wahrscheinlich, weil die AI so schlecht ist. Warte mal. Da ist ein Geheimgang. Na, aber wir springen zuerst, okay? Nein! Leider nicht geschafft. Ah, fast. Wie schöne Geräusche der schon macht. So, jetzt schauen wir da in den Geheimgang rein, den fast, also den eigentlich niemand kennen dürfte. Das soll eigentlich ein bisschen versteckt sein.
Easter Eggs haben schon einige eingebaut. Nein, knapp. Normalerweise kommt man drüber, aber das ist, weil das Auto schon so kaputt ist. Vielleicht haben wir irgendwo anders die Chance, ins Wasser zu springen. Dann kriegen wir wieder ein neues Auto. Oder wir fahren es einfach so hin nicht, oder so kaputt, dass... Irgendwann muss es ja kaputt gehen. Schau, wie die Räder schon wackeln. Ein Rad haben wir schon verloren. Yay, wir haben ein neues Auto. Ich mache es mal ohne Anfahren. Nein! Das ist feindlich. Es war doch schon längst grün. Naja. Immer so fahren, wie die Einwohner fahren, weil dann ist es umso besser. Danke, dass du mal hinten reinfährst. Yay! Darf es etwas mehr sein? Ah! Ah, der Tourmodus. Kannst du dir die Stadt von oben und von unten anschauen? Ach ja, das Liebe ist. Passt man da eigentlich durch? Ja, wir passen durch. Ich mag das einfach so, das Spiel. Ich kann gar nichts dazu sagen jetzt, irgendwie. Also, außer, dass das Auto schon sehr lediert ist. Jetzt komm schon, freundlich! Finde ich super. Der fährt mal hinten drauf, einfach so. Yay! Schade, dass wir keinen Blinker haben. Das haben wir früher immer gewünscht bei einem Spiel, dass man blinkt. Dass es einen Blinker gibt. Die Einbahnstraßen sind doch recht breit. Und lenken tut auch gut. Jetzt machen wir noch mal richtig einen Dings und dann wechseln wir nach San Francisco. Ha. Wenn
Au. Vielleicht finden wir noch ein paar Polizisten, die wir nerven können. Kann man da auch in die Mitte reinfahren oder ist das dann... Ich bin gerade durch eine Ente durchgefahren. Ja, man kann da in die Mitte reinfahren. Das meiste weiß ich leider gar nicht mehr, weil ich nicht so oft, aber also schon lange nicht mehr gespielt habe, meine ich. Aber ich glaube, in San Francisco weiß ich etwas mehr. Folgt mir doch. Wir haben eine Mission zu lösen. Haltet mich nicht auf, ihr Polizisten. Immer diese nervigen Polizisten. Es sind schon zwei Polizeiautos hinter uns her. Wir sind überhaupt keine Verbrecher. Super Vorbild bin ich, natürlich. Rowdy! Noch ein drittes. Yay! Yeah! Voll durch! Yeah! Yeah! Wow! Ich raste aus! Jetzt ist unser Auto gleich in mich. Es wird schon langsam nervig, also früh. Komm schon! Tschüss. Buckingham Palace. Ich bin gespannt, wenn ich dieses Jahr dann nach London fahre im Sommer, ob das dann wirklich nach dem, ob das dann getreu ist. ja. Vorne ist der Big Ben, also der Turm vom Big Ben, wo der Big Ben drin ist. Habe ich dann immer, haben wir immer gespielt, kann mich noch erinnern, da haben wir dann immer gespielt, einer wohnt da und wir haben hin und her fahren müssen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da hinten gewohnt, ich kann mich noch erinnern, warte mal, ich glaube, ich habe da hinten gewohnt. Also wir haben das so als Sims missbraucht. Warte mal, da habe ich gewohnt, in den drei Häusern, kann mich noch erinnern. Wenn ich in London gewohnt habe, wenn wir nicht in San Francisco waren. Yay, es geht wieder auf. Drüber springen. Yay, Geronimo! Geronimo. Da unten ist die U-Bahn. Verschwinden wir schnell in die U-Bahn. Wo ist denn da der Eingang?
Nein, sie verfolgt uns schon. Nein, ich will in die U-Bahn rein. Tschüss. Jetzt sind wir im U-Bahn-Netz. Jetzt schauen wir mal, wie die anderen... Oh. Wie die so schön weggerammt werden gleich. Haha. Nein! Yay! Jetzt fahre ich ihnen aber davon. Wow. Immer wieder Überraschungen, von welcher Seite sie kommen. Ich glaube, da waren wir schon mal. Jetzt kommt's nur zu mir, ja. Leider kann man da nicht Autos wechseln. Prinzip ist ja das wie bei wie heißt denn das? Driver San Francisco, nur eben ältere Version und man kann keine Autos wechseln. Also Driver San Francisco nicht im Story Mode, sondern also im After Story Mode. Wo du einfach herumfahren kannst. Ein Tor, yay! So. Jetzt wechseln wir mal von... Warte mal, schauen wir mal, ob es da noch Easter Eggs gibt. Okay. Doch, man kommt rein. Man kommt wirklich überall rein, also das. So. Zum Rennenmenü wechseln. So, jetzt stellen wir mal um auf San Francisco. Leider gibt es in dem Fall keine anderen Orte als London und San Francisco, aber dafür sind die... Ich glaube schon, ein bisschen realistisch. Warum habe ich jetzt das Londoner Taxi genommen? Okay. Passt zwar gar nicht, aber naja. Kann man nichts machen. Warte mal. Ich trinke mal was geschwind dazwischen. Ganz kurz. Wenn ich so viel rede, muss ich auch was dazwischen trinken. So. Fahrt fortsetzen. Nur weil wir ein falsches Auto haben, verfolgt er uns jetzt gleich. Fahr uns nach. Los, fahr uns nach. Der fährt uns nicht nach. Ist aber auch so dumm. Verfolg mich. Los, verfolg mich. Los, da zeige ich euch die Dummheit von der Polizei. Tschüss. Oh. Grüß mir die Fische. Werde ich machen. Was machen die da? Es ist an der Zeit, den Stadtplan hervorzuholen und die Stadt kennen. Ah, ich liebe es. Hey! Lass mich. Ach ja, da habe ich immer gespielt, das ist der Busbahnhof. Früher, kann man noch erinnern. Weiß gar nicht, wie lange ich das Spiel schon habe. War ich da
7, 8 vielleicht. Die Polizei kommt uns eh nie nach. Eh nie. Die neue Tankstelle. Schleichwerbung. Sag mal, wo ist denn dieser... Fahre ich da eigentlich innerhalb der Stadt, was ich gar nicht will? Berge? Berge von San... Oh. Berge von San Francisco. Ja. San Francisco muss ich auch mal fahren. Will ich auch wissen, wie das ausschaut, ob das dem eine Ähnlichkeit hat. Da ist, glaube ich, dieser... Nein, das ist einfach nur ein Park. Dann habe ich mich jetzt vertan. Aber da ist die Autobahn. Die können wir auch noch schnell fahren. Die gefällt mir auch so. Weil da kannst du immer einfach herumfahren, ganz normal. Jetzt fahren wir mal dagegen, dass wir dann ein neues Auto kriegen. Ich will wieder ein neues Auto haben. Ich will ein neues Auto haben. Jetzt fahren wir. Und die Polizei verfolgt ihn. Aber die ist unter der Autobahn, kann mich dadurch nicht verfolgen. Ah nein, die ist gescheit. Kommt auf die Autobahn rauf. Nur weil ich als mit einem London-Auto in San Francisco fahre. Es kommt dann gleich eine Abfahrt. Aber die fahren wir nicht runter, weil müssen wir ja nicht. Ich versuche nur diesen Rosenberg da herzuzeigen, wenn wir dann, fahren wir vielleicht dann doch da ab. Vor allem der Stau ist auch sehr, sehr realistisch teilweise. Also ironisch gemeint natürlich. Da kommt man schon teilweise auf ganz schönes Tempo. Kann natürlich auch so. Fahren wir natürlich seitlich vorbei, ja. Da gibt es natürlich, da gibt es noch eine Auffahrt, ist auch wieder so ein bisschen ein Easter Egg, habe ich. Die Auffahrt. Dass man da mitten durch ein Haus durchfahrt. Und in dem Haus gibt es sogar eine Abfahrt nochmal. Ja, da. Folgt uns gleich die Polizei. Müssen wir aber nicht runter unbedingt. Fahren wir wieder auf die Autobahn auf. Schnell. Haha, ihr steht da im Stau, weil ich zuerst den Unfall gebaut habe. Nein! Jetzt habe ich die Bullen wieder am Hals. Das, wo man
wo man mit dem Auto runterfahren kann und der Rosengarten ist. Das Coole ist ja da in London, dass man da auch mit der, dass da die Straßenbahn auch herumfährt. Aber ich habe jetzt gerade keine Straßenbahngleise gefunden. Aber wir werden welche treffen. Da vorne sind eh welche. Wow. Ich weiß leider nicht, wo dieser Garten ist, aber wir fahren einmal zur Golden Gate Bridge. Da sind Gleise zum Beispiel. Da ist der Garten. Oder dieser Rosendingens. Ach ja. Bringt zwar nichts, aber man kann durchfahren. Also. Jetzt hüpfen wir da drüber. Yay! Wow. Da unten ist irgendwo noch eine Polizei. Ja, hab's gewusst. Jetzt fahren wir auf die Golden Gate Bridge. Die ganz besonders endet. Aber jetzt fahren wir mal rüber. Rechts überholen darf man zwar nicht, aber egal. Ist jetzt zum Anschauungszwecken jetzt egal. Außerdem sind wir sowieso, wir sind ja James Bond, wir kommen direkt aus London und müssen da fahren. Also 007 muss immer vorkommen. Der darf nicht im Stau stecken bleiben. Oder wir sind, weiß nicht was, was kann man auch sein, der wichtig ist. Ja, keine Ahnung. Tony Stark, ja. Weil ich gerade dran gedacht habe. Nein, aber der wird nicht in einem Londoner Dings herumfahren. Der wird in einem Audi irgendwas herumfahren. Audi? Weiß ich jetzt gar nicht, wo er herumfahren würde. Nein. Hat der ein Audi? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nein. Verwechsel ich da jetzt was? Ja, wahrscheinlich. Na doch, der hat ein Audi. So, jetzt fahren wir da vorne gegen einen Pflock und dann ist es aus. Tschüss, bis ins nächste Let's Oldie. Wo es dann, weiß nicht was. Schreibt mir in die Kommentare, vielleicht habt ihr noch ein altes Spiel. Vielleicht könnt ihr es mir sogar borgen oder irgendwie überschreiben oder keine Ahnung. Und dann machen wir das darüber auch ein Let's Oldie. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gefallen. Ich liebe einfach dieses alten Spiele und auch besonders dieses jetzt gerade. Deswegen haben wir gedacht, muss ich euch das zeigen. Bis in die nächste Folge oder in einem anderen Video. Und tschüss.